Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue Lifestyle. Heute geht's wieder mal in die asiatische Ecke. Es gibt ein Thai Curry mit Linsen. Könnt ihr vegetarisch machen, aber wer mich kennt, ich habe noch ein bisschen Fleisch reingemacht. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht es hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen eine große Zwiebel, fein gehackt, 4 Möhren, halbiert und in Streifen geschnitten. Ein Esslöffel Ingwer, 250 ml Bouillon, ich habe hier Fleischbouillon genommen, 200 Gramm Linsen, 4 mittelgroße bis große Kartoffeln, die habe ich in 1 cm große Würfel geschnitten, 500 Gramm Brokkoli in kleine Röschen verteilt. Dann brauchen wir Öl zum Wokken. Ich habe hier Rapsöl, könnt ihr Kokosnussöl nehmen oder Erdnussöl, was ihr gerade rum habt. 3 Teelöffel Currypaste, ich habe hier grünes Curry genommen, habe ich am liebsten, könnt ihr variieren, schaut auch mit dem Schärfegrad, nehmt vielleicht nur 1 oder 2 Teelöffel. Dann brauchen wir Kokosnussmilch, ich habe hier 165 ml. Das wären eigentlich die ganzen Zutaten, das wäre dann vegetarisch gewesen. Ich nehme noch 400 Gramm Brätkügelchen. Könnt ihr alternativ auch Wurst in Viertel schneiden und kleine Stücke draus machen. Oder auf was ihr Lust habt. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Dann geht's los am Wok. Starten wir gleich durch. Guter Schuss Öl rein. Dann gleich mal die Zwiebeln dazu, gut anrösten. Sobald sie ein wenig Farbe haben, die Erdäpfel, Kartoffeln dazu. Mal gut anknuspern. Ja, auch ein bisschen Farbe gezogen haben, den Ingwer dazu. Und gleich auch die Currypaste. Meine ist relativ scharf, ich nehme mal 2 Teelöffelchen. Nachwürzen kann man immer noch. Dann die Brühe dazugeben. Und das Ganze mal 4-5 Minuten ein bisschen köcheln lassen. Vier Minuten später die Kokosmilch dazugeben. Die Karotten rein und den Brokkoli. Das Ganze lassen wir jetzt 1-2 Minuten ziehen. Immer gut umrühren. Dann kommen noch die guten Linsen dazu.
und die Brettkügelchen. Falls die Flüssigkeit verdampft, mal wieder einen Schluck Wasser dazugeben. Das Ganze ziehen lassen, bis die Linsen gar sind, circa 8 bis 10 Minuten. Na gut, 10 Minuten testen wir mal die Linsen. Sind schön al dente, das passt, nehmen wir raus, dann sehen wir uns gleich beim Ankosten. So Freunde, ihr habt's gesehen, sieht mal lecker aus, mal was für die gute Linie mit viel Gemüse, dann testen wir das gleich mal an. Die Erdöpfel sind schön weich. Das Gemüse hat noch guten Biss, die Linsen noch testen. Schön al dente. Ja, einen richtig feurigen Geschmack vom grünen Curry drin. Kokosnuss. Ja, was will man mehr? Wie beim guten Chinesen oder Thailänder um die Ecke. Dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Hilft meinem Kanal weiter. Ein Abo nicht vergessen. Hier zwei weitere Folgen für euch. Schaut auch mal rein bei Grün Chill Barbecue und Lifestyle International bei Facebook. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Grün Chill Barbecue und Lifestyle. See ya!